Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Coaster im Sandbox-Mode. Ja, wir haben in der letzten Folge eine kleine Parkführung gemacht und werden uns hier jetzt natürlich unserem Gebäude weiter widmen. So, da muss ich mal gucken, wie wir das hier noch weiter schick gestalten. Da brauchen wir auf jeden Fall noch Deko. So viel ist schon mal klar. Scenery. Requisiten. Was können wir denn da für schicke Märchendeko? Ich mach mal Filter, Szenerie, Märchen. Was haben wir denn da Schickes? So ein Wagen ginge natürlich. Aber so wirklich reinpassen tut er da nicht, ne? Den würde ich eher... Hoppala. Solche Deko unterbringen. Wenn man uns lässt. Move. So. Und dann... Kopieren wir die und machen die da auch mal hin. Die können wir nochmal move, dass wir die mehr in die Mitte kriegen. So, und dann würde ich gerne noch irgendwas an die Wand hängen. Da könnten wir noch was hinmachen. So eine Empore. Oder so ein Topf. Blumentopf gibt's auch noch. Würde hier eher noch ein bisschen Wanddeko oder sowas hin machen. Gucken wir mal. Dekor. Märchenbereich können wir natürlich eigentlich auch schön. Sowas. Dumm macht's einfach. Flaggen. Banner. Kleiner gibt's nicht. Ah, aber so ein Schild. Sowas können wir da auch schön hinmachen. Du fährst genau durch mein Blickfeld, Junge. So. Genau, das passt da ganz gut hin. Und da dann vielleicht auch noch... Nee, da würde ich eher sowas. Genau. Bisschen Blumenschmuck. Den können wir auch hier ganz schick hinmachen. Lampen brauchen wir auch noch, ne? Lampen brauchen wir auch noch. Da können wir aber schön diese Blumenlampen unterbringen. Ist ja schließlich Märchen, ne?
ist ja schließlich Märchen. Einmal, zweimal, dreimal. Machen wir mit die zwei da oben weg. Wenn da einer ist, da oben ist ja noch die Uhr, das reicht. So. Ja, machen wir die auch da dazwischen. Das ist okay. So. Dann. Da überlege ich gerade noch. Da könnten wir auch einen Banner hinmachen. Das würde vielleicht auch hinpassen. Genau. Doch, das ist auch nicht verkehrt. Hier weiß ich noch gar nicht. Machen wir da Fenster? Oder machen wir da auch so einen Banner? 16 Meter ist ein bisschen viel. 12 Meter auch. Aber 8 würde passen. Doch, ich glaube, das machen wir so. Lampen. Eine, die da hochstrahlt. Ist das die Farbe, die sie hat? Oder die Farbe, in der sie leuchtet? Glaube ich, die Farbe, in der sie leuchtet. Und das ist dann die Farbe, die sie hat, oder? Nee. Das müssen wir gerade mal gucken. Ach so. Hier muss ich das ändern. Ich hole Nuss. Okay, das ist die Farbe, die sie hat. Und das ist die Farbe, in der sie leuchtet. Sehr gut. Dann passen wir das nämlich einfach mal an. Ach, da haben wir auch schon. Die hatte ich gar nicht mal auf dem Schirm. Machen wir da noch einen hin. Da würde ich gern noch. Einen dort oben. Hier vorne haben wir die Lampen. Die reichen, glaube ich, auch. Entschuldigung, musste gerade mal einen Schluck trinken. Kameras brauchen wir noch. Trotzdem solche. Machen wir, glaube ich, nicht. Da können wir aber noch eine hinmachen. So. Gerade mal husten müssen. Mit den Wegen, mit denen hier bin ich noch nicht so ganz glücklich, ehrlich gesagt. Vielleicht lassen wir die auch noch weg. Diverse Ladendekor. Wo ist denn hier das? Ach, da sind die Wandschilder. Servicegebäudeschilder, genau. Das habe ich gesucht. Piratenschild, Märchenschild, Toilette. So. Genau. Das machen wir dorthin.
Hier vielleicht auch noch mal. Da, ja. Passt das ganz gut, dass man das auch von dort aus sieht. Hier können wir keinen Sinn machen. Designschilder. Haben wir da noch was Interessantes? Märchenschild, Projektionsschild verziert. Vintage-Wandschild. Märchenbahn oder sowas, ne? Das können wir ja auch noch. Oder die Märchenstation. Märchen. Station. Station. Wie man es nimmt. Oregano. Klingt eher nach Gewürz. Piraten, Racing. Ah, die sieht nicht schlecht aus. Ranchers. Ich glaube, wir nehmen die Racing, oder? Ja, wobei, die können wir auch nehmen. So, jetzt würde ich aber kurz mal die Lampen hier wegmachen. Hoppala. Und dann machen wir stattdessen die, der Tiki-Mann. Die Lampen ans Gebäude. So, Edit. Lampis. So, dann machen wir doch die hier dran. Das ist besser, finde ich. Und, machen wir da auch so eine. Oder können wir die auch ein kleiner nehmen? Ne, brauchen die lange. Oder wir drehen sie um. So ist eigentlich besser, ne? Machen wir das so. Die kriegt aber wieder die Farbe. Und der hier natürlich die hier. So. Passt. Dann brauchen wir die Lampe noch hier. Und hier natürlich. Dann machen wir es auch nochmal hin. So, dann haben wir da auch Beleuchtung dran. Hier bin ich hier noch ein bisschen am Hadern, ob ich hier auch noch welche hinmache. Oder eher nicht. Zumindest da könnten wir eine hinmachen. So. Und dann sehe ich natürlich, ganz wichtig, Blumenkästen. Wir haben keine Blumenkästen davor. Das geht ja mal gar nicht.
Blumenkästen gehören im Märchenwald oder überhaupt im Park eindeutig vor die Fenster. Gestern erst wieder gesehen. War nämlich gestern, also beziehungsweise für euch am Samstag. Ich nehme die Folge heute am Sonntag auf. Im Europapark. Da war Saisoneröffnung von Halloween. Entsprechend voll war das Ganze natürlich. Aber war trotzdem schön. Den neuen Can-Can Coaster bin ich nicht gefahren. Da hatte nämlich Wartezeiten von 90 plus. Und er läuft nicht weg. Muss man sich nicht antun. Deswegen gibt es auch heute mal wieder nur eine ganz normale Folge. Kein Speedbuild. Weil ich ja Samstag, wie gesagt, unterwegs war. Und das heißt dann natürlich, dass ich da auch nichts aufnehmen konnte. So. Da brauchen wir auch noch Deko. Kriegen wir aber auch noch hin. So. Hätten wir. Dann können wir hier auch mal wieder umstellen auf 12. So, das Tag wird. Und wir hier noch ein bisschen Deko anbringen können. Weil das sieht ja hier alles noch nicht so schick aus, ne? Da müssen wir noch ein bisschen was tun. Mit Szenerie zum Beispiel. Filter zurücksetzen. Pflanzensteine gehen natürlich immer. Pflanztöpfe. Ach genau, das waren ja die neuen. Formschnitte passt da jetzt nicht so. Was haben wir hier für Felsen? Solchen. Können wir hier auch noch entsprechend welche hinbringen. Wenn er mich denn lässt. Jetzt passt's so. So. Das ist mal ein Anfang. Mehr natürlich nicht. Können wir ja auch noch ein bisschen übers Terrain machen. Übers Terrain. Sollte natürlich auch das Richtige auswählen. Hilft ungemein. So. Hier ist Fels. Passt, sehr gut. Hier wieder würde ich wieder Laub, also quasi ähnlich wie Hackschnitzel, hinmachen. Das hat sich eigentlich bewährt. Sieht doch nicht so verkehrt aus.
Oh, ich habe den Weg weggemacht. So war das nicht gedacht. Stimmt, da war ja ein Weg. Da war ein Weg. Bisschen größer. So. Was machen wir denn da unter die Schienen? Fels. Ja, der passt ganz gut. Besser als das Gras. Deutlich besser als das Gras. So. Normalerweise liegen die ja so in Kies, ne? Das war zu viel. Das war zu viel. So, machen wir mal bis dahin. Und dann haben wir hier natürlich auch noch überall, wo wir jetzt Szenerie hinmachen müssen. Felsengrau. Könnten wir dort zumindest mal so einen kleinen noch hinmachen. Zack. Und Mauerranken. Rankende Rosen. Doch, die machen sich ja sehr gut. Die sind geradezu perfekt für dort. Wenn sie sich denn richtig platzieren lassen. So. Ein bisschen Ranken. Kommen wir die auch noch hier? Oh doch, das ist gar nicht so verkehrt. Gar nicht so verkehrt. Hier würde ich gern, aber das Efeu ist zu breit. Da bräuchte ich schmäleres, haben wir aber nicht. Gut, dann nicht. Dann kein Efeu, Büsche. Büsche braucht man natürlich auch. So. Da würde ich gerne einfach so hier. Bisschen kleineres Buschwerk. Und dann können wir da vielleicht noch so einen hier an den Rand hängen. Da auch noch einen ins Eck. So. Das ist doch schon mal ganz schick. Haben wir das Ende dort. Hier vor würde ich ja dann eher Blumen setzen. So Petunien. Und da brauchen wir noch einen Zaun. Bearbeiten wir noch das Gebäude.
Ups. War so nicht gedacht, aber egal. Das ändern wir jetzt natürlich nicht mehr ab. So. Würde ich auch wieder so eine einfache Holzbalustrade nehmen. Und die sieht, glaube ich, immer ganz schick aus. Macht sich zumindest recht gut, finde ich. Passt die denn? So rein von der Länge her. Hoppala. So war das nicht gedacht. Ich wollte sie nicht so platzieren. An einem Ende guckt sie zwangsweise raus, glaube ich. So. Aber da stellen wir dann hier einfach noch ein bisschen Gebüsch davor. Dann passt das. Ja, ich weiß, dass wir schon wieder über den 20 Minuten drüber sind, aber ich dachte, wenn wir schon kein Speedbild machen, machen wir zumindest irgendwie ein bisschen länger, sodass ihr da dann auch noch was von habt. So, da können wir sowas davor setzen. Dann würde ich da unten auch noch Szenerie. Zaun. Wegextras, das ist immer richtiger. Quark. Requisiten. So. Seilzaun. Sollten wir so einen dahin machen. Westernzaun passt eher nicht. Kleiner Lattenzaun. Ne, das sieht doof aus. Märchenzaun. Könnten wir natürlich auch hier hin machen, ne? So als Wegbegrenzung. Haben wir den noch einen kürzer? Ja, haben wir. Einmal. Zweimal. Dann brauchen wir das hier natürlich auch noch. So. Und so. Einmal. Zweimal. Dann nehmen wir dann natürlich hier den kleineren. Einfach, weil wir da flexibler sind. Den lassen wir, die Öffnung. Weil durch die kann man dann hier auch noch raus. Das passt dann. So, den müssen wir natürlich wegmachen. Den Filter. So. Da haben wir noch entsprechend Büsche. Kann ich gerade mal sowas noch dahin machen. So Gladiolen. Das ist, denke ich, auch kein Fehler. So.
Da können wir noch ein paar Dahlien hinmachen. Weil es so schön war, da auch noch ein paar. So, hier müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nichts zu Großes davor stellen, wegen dem Schild. Wäre ja kontraproduktiv, wenn das dann keiner mehr sehen kann. Während wir hier aber natürlich gucken können, ob wir hier irgendwie ein... so ein Bäumchen noch unterbringen. Doch, der macht sich da nicht schlecht. Der sieht da ganz gut aus. So, Bäume sind ja eh noch so ein Thema, eine Esche. Bäume sind immer wichtig. Die machen schon viel schöne Atmosphäre einfach. So, das ist im Märchenwald natürlich schon wichtig. Esche 1, Esche 2. Haben wir auch noch Esche 3? Nein. Leider nicht. So. Doch, der passt da auch hin. Sehr gut. Da würde ich gerne auch wieder so Bodendecker hinmachen. Zumindest hier so weiter hinten. So. Passt. Und dann können wir hier vorne noch ein bisschen Gebüsch. Müssen wir gucken, ob wir da noch irgendwelche Skulpturen dahinter packen. Wäre auch noch eine Möglichkeit, ne? So. Eigenschaft. Wir haben doch hier irgendwo Beleuchtung, Schilder, Werbung, Fahrzeuge, Zäune, Statuen und Monumente, genau. Das habe ich gesucht. So, da kann man nämlich... Oh. Das mit dem Wasser ist natürlich ein bisschen doof. Können wir, glaube ich, nur die Amelie da reinstellen. Prinzessin. Doch Amelie, ne? Nö, einfach Prinzessin. Okay, dann ist es einfach eine Prinzessin. Dass die Leute da auch was zu gucken haben, wenn die da langfahren. Kriege ich die Bilder dazu? Danke. So. In welcher Farbe strahlen wir die denn an? Passend zum Park. In Violett. So, schaut aus wie... Doch, geht eindeutig klar. Dann können wir auch noch ein paar von denen hier wieder unterbringen. Waren das die? Doch, waren die, glaube ich. Das lassen wir da so. Und das passt dann hier. Hier können wir noch eine.
Da hinten noch. Dass wir da so ein bisschen Licht in das ganze Gelände reinkriegen. Tag, da. 12. So, noch ein bisschen Gebüsch. Hier würde ich noch mal solche hinpacken. Machen wir hier auch noch. So. Dann ist die auch ein bisschen verborgen. Und da kommt man, wie gesagt, dann schön auf den Weg. Da brauchen wir nochmal Märchen. Requisiten. Ach so, den muss ich, glaube ich, zurücksetzen. Nee. Hä? Statuen. Wo sind denn die ganzen... So. Ich hole Nuss. Hier muss ich den Filter setzen. Hier muss ich ihn natürlich setzen. Zumindest wenn ich die Sachen hier haben will. Die habe ich gesucht. Die können wir dort schön platzieren. Die machen sich da ganz gut, finde ich. Was können wir da noch? Machen wir da noch ein paar Tulpen hin. Oder lassen wir den Weg einfach so. Dann würde ich da vielleicht noch irgendwas hinmachen. Brauchen wir da nochmal den Filter. Und gehen da drauf. Dass natürlich auch die Gäste da, ne? Irgendwas Schickes haben. Nicht die Gäste, die Angestellten. Die Angestellten. Oh. Machen wir den da vielleicht weg. Und den hier hin. Ist nicht so das Wahre. Nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ganz und gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Was können wir denn da noch hinmachen? Was nicht so riesig ist, aber trotzdem einigermaßen schick aussieht. Nochmal so Blumen. Blumen gehen ja eigentlich immer, ne? So. Passt doch. Dann brauchen wir hier noch ein bisschen was. Filter weg. Könnten wir natürlich auch den Bus, den haben wir auch schon. Wobei ich muss ja. Oder wir machen da auch diesen Bodendecker hin. Zumindest mal so dort. Und dann haben wir hier noch einen Durchgang, wo wir dann da irgendwie weitermachen können. Da können wir dann noch eine schöne Statue oder irgendwas reinsetzen. Und noch eine. Vielleicht auch einen kleinen Brunnen, ne? Klein. Kleiner. Palastbrunnen. Hm. Klein ist anders, oder? Ist
dann eher vielleicht für die gehe. Hier sieht auch doof aus. Säule. Das ist auch schon wieder mit Wasser. Ich hätte das gerne ohne Wasser. Filter Märchen doch nochmal. Die sind alle zu groß. Viel zu groß. Ist auch mit Wasser. Die ist ohne Wasser. Aber die sieht doof aus. Außer... Genau. Machen wir das so. Und da können wir dann... Ja, was denn draufstellen? Ich habe wieder nur die Amelie, ja, die Prinzessin da. Hoppala. So war das nicht gedacht. So passt. Den könnten wir draufstellen. Das ginge, glaube ich. Apfelpresse. Schick, aber hier an der Position nicht richtig. Doch, machen wir das so. Ja, dann haben wir hier auch schon wieder einen schicken Bereich gestaltet. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Ja, in diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.